In Köln-Sülz gehen Jule Polanski und Paul Richter noch von einer ruhigen Fußstreife aus. Das soll sich gleich ändern. Also gerade Sülz ist eigentlich ein Viertel, bei dem man sagen kann, das ist gut bürgerlich. Da passiert eigentlich relativ wenig. Streitigkeiten gibt es immer mal, aber wenn die sich leicht klären lassen und da keine Lagen draus entstehen, und da gehen wir bei Sülz mal von aus, dann ist er dankbar für uns. Da wird mal kurz ein Bürgergespräch geführt und mal ein bisschen angesetzt und dann ist es das in dem Fall. Was ist denn hier für ein Reiterei? Ich hab eingelassen, ich hab Hut schon alle. Hallo. Das weißt du, hallo. Soll ich denn was antun? Hallo. Polizei. Hallo. Was ist denn hier los? Haben Sie Probleme irgendwie? Ja, ich bin eingewickelt und jetzt kriege ich es eigentlich nicht mehr ab. Die Bandage geht nicht mehr ab. Nein. Aber ich habe damit nichts zu tun und das ist einfach alles hier. Du musst damit was zu tun haben. Weil sonst hast du doch keine Behandlung, außer du. Ich weiß aber nicht dazu, wirklich. Was, haben Sie denn, was haben Sie denn da draufgetragen, dass Sie es nicht mehr loskriegen? Also, ja, irgendwas ist da drauf. Das ist eine Antizellulite-Creme. Ach so, okay. Und die hält jetzt die Bandage fest? Genau, richtig. Und das geht nicht? Haben Sie schon alles versucht? Darf ich mal versuchen? Also ich meine, das ist meine Stiefmama und ich habe ja das hier geschenkt. Das fühlt sich auch ganz verklebt an. Ja. Ist das normal, dass sich das so klebrig anfühlt? Eigentlich geht es auch ab. Aber es geht bei uns halt nicht ab. Das ist ja das Problem. Ach so. Aber normalerweise haben Sie keine negativen Erfahrungen mitgemacht. Und Sie kennen das auch schon, so eine Behandlung? Also ist jetzt das ist meine erste Behandlung. Erstmal. Sie hat mir das geschenkt, weil sie meine Stieftochter ist. Die will mir nichts Gutes. Ich bin mit ihrem Vater jetzt zusammen und nein, das passt ihr natürlich nicht. Ich wollte ihr eine Freude machen damit und ich habe sie jetzt dann eingeladen. Ja, weil, ja, wie immer. Sie guck mal, wie ich aussehe. Und ich wollte eine Antizellulite-Kur ihr geben. Ja, ne? Ja, ja. Und es gehen die Bandagen nicht mehr und ich weiß nicht, warum. Okay. Eigentlich klappt das immer und ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ja, ja. Du hast doch keine Creme, was du draufgetragen natürlich hast. Natürlich ist es. Meinen Sie, ist was anderes drauf? Ja, oder? Was weiß ich. Das riecht schon so komisch. Hallo. Tim Hoffmann, ich bin der Inhaber hier von dem. Herr Hoffmann. Hallo. Ja, dann schön. Wollen Sie nicht erstmal reinkommen? Ja, ja, auf der Straße ist besser, ne? Da war ich. Genau, gehen Sie nochmal. Was ist denn passiert? Gehen Sie nochmal nach. Das regeln wir jetzt. So, genau, erstmal Platz. Geht das denn mit dem Sitzen? Ja, einigermaßen. So, wer hat Sie denn behandelt? Die Julia, ne? Ja, meine Stieftochter. Was ist denn passiert, Julia? Naja, ich habe sie mit der Antizellulite-Creme behandelt. Ja. Ich habe doch gesagt, dass ich ihr diesen Gutschein schenke. Ja, und die war auch ja, ist oder klar. Aber ich dachte, das tut voll weh. Ja, es tut mir voll leid. Ich habe wirklich nichts gemacht. Wirklich nicht. Also ich meine, das war doch ein Geschenk für mich. Ich wollte eine Freude machen. Ja, kann das denn manchmal passieren bei so einer Behandlung, dass das so extrem klebt, dass das nicht mehr aufgeht? Ja, also meine Mitarbeiterin, die ist noch nicht lange hier, jetzt seit einer Woche. Und hast du da irgendwas verwechselt vielleicht? Nein. Warum? Nein, also ich meine... Ja, was ist das denn? Das klebt doch. Ja, das klebt überall. Ich weiß, was passiert ist. Was also soll das? Also ich würde mir gerne mal den Arbeitsplatz anschauen. Ja, das zeige ich dir gerne. Ja? Ja? Bei der Kontrolle des Behandlungsraumes fällt der verdächtigen Kosmetikerin sofort auf, dass hier etwas nicht stimmt. Offenbar wurde ihr Arbeitsmaterial böswillig manipuliert. Hier war gerade noch eine ganz andere. Da, also die das ist die Creme, toll. Die sie jetzt... Das ist die Creme, ist genau. Aber nein, Moment. Aber die ist ja noch komplett voll, ist die dann das ist ja, ich habe gerade eine halb, sie war schon halb leer, ich habe ja die benutzt gerade. Also ich meine, also das riecht auch voll. Also riecht ja auch nach... Riecht, also muss die so riechen, ich sag mal so, es riecht jetzt für mich nach typisch. Ganz normaler Creme. Hast du die woanders hingestellt? Nein, ich bin doch gerade rausgegangen, wir haben es ja gerade versucht abzumachen. Das ist ja gerade das Problem. Also das ist unsere bekannte Creme. Das ist ihre ganz normale Creme. Ja, die war auch zu, ne? Da ja, das ist halt so komisch. Also ich meine, ich hatte ja gerade noch eine ganz andere Creme. Da klebt nichts, da ist nichts. Das ist so also das, die hat auf jeden Fall, ich wüsste nicht, wie die so eine Wirkung erzielen soll, dass das auf einmal... Hast du da irgendwas vertauscht? Was war das? Haben wir noch jemanden im Laden hier? Ja, also... Samuel, was ist hier los? Hallo? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Noch mehr von dieser wunderschönen Creme. Samuel, was ist das hier? Was ist das? Sind das Witze über Dicke? Übertreib doch mal nicht. Wie? Warum sind das denn Witze über Dicke? Hast du keinen Humor? Ein bisschen? Das ist doch nicht witzig. Das ist unmenschlich. Wie kann man sich denn über dicke Leute lustig machen? Meine Stiefmutter ist hier. Du weißt doch, dass sie ein bisschen... Und aber du weißt wenn doch, sie doch, wie ich bin. Sehen würde. Aber du weißt doch, wie ich bin. Das ist doch eine Spaß. Aber das ist doch nicht witzig. Haben Sie sich vielleicht einen kleinen Scherz erlaubt oder sowas? Warum? Was ist hier überhaupt los? Also die Creme sieht schon eher genau, auf jeden die, Fall die benutzt. Ja. Ja, und die riecht auf jeden Fall nicht so. Wie die andere. Hä, wie komisch. Hey, Leute, also, das riecht nach Kleber. Das riecht nach Kleber. Samuel, was hast du getan? Darf ich mal gucken? Ja, Leute, was ist denn passiert? Haben Sie sich was anderes angezogen? Was ist hier los, Tim? Nein. Ich hatte mich ein bisschen mit Sekt nur begossen. Achso, okay. Das ist die Creme. Was ist denn hier bitte los? Also das ist auf jeden Fall...
Das ist nicht die gleiche Creme, die riecht auf jeden Fall nach Klebstoff. Also die riecht nicht so, wie die gerade eben in dem Behandlungszimmer. Riecht anders, das stimmt. Also ich würde gerne die einmal verschließen. Ja, machen Sie das. Das ist die, auf jeden Fall, die ich gerade benutzt habe. Aber ich habe da nichts reingemischt. Ich habe gar nichts gemacht. Ja. Wirklich. Also, das ist ein Stück, aber das würde ich Ihnen nicht antun. Ja. Leute. Hast du die Creme irgendwie ausgetauscht? Mit Sicherheit nicht. Aus welchem Grund? Schau dir das doch an, du machst dich doch über Dicke lustig. Hier ist doch gerade alles runtergefallen. Das ist doch nur Spaß. Das ist kein Spaß. Ich verstehe die Welt gerade nicht mehr. Also, das ist voll unmenschlich. Müssen wir jetzt über sowas reden? Ich meine, Humor ist ja bei jedem nicht gleich, sag ich mal. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Jetzt lenk mich von dir auf den Kram. Ein bisschen geschmacklos ist das schon, wenn ich schon mal reingerätschen darf. So, Erkenntnisse. Ihre Meinung, ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Creme gefunden, das macht der Samuel mit der die behandelt wurde. Die riecht komplett nach Klebstoff. Da ist Klebstoff drunter gemischt. Ja. Mit dir hattest du Klebstoff? Was ist denn los? Der junge Herr, der gerade eben rauskam, der hatte sich jetzt nach oben gezogen und sagt, der hat sich mit Prosecco bekleckert. Ich würde gerne die Klamotten noch mal von ihm sehen. Weil wir kommen hier nicht so wirklich weiter mit. Wer war das jetzt? Herr Hoffmann war das, ne? Genau. So, wo sind denn die Klamotten, die Sie gerade anhatten? Den Kittel, das Poloshirt. Oh, das habe ich jetzt schon weggepackt. Packen Sie wieder aus. Oh. Angeblich hat sich der Inhaber des Kosmetiksalons mit Sekt bekleckert. Paul Richter und Jule Polanski begegnen dieser Aussage aber mit einiger Skepsis. Ja, das ist aber hart. Mhm. Ja. Klebstoff. Wieso haben Sie den Klebstoff an Ihrem Revers? Also Prosecco, wie Sie gerade gesagt haben, ist es auf jeden Fall nicht. Ich weiß, wie Prosecco riecht. So, dann haben Sie mich einen Fachmann gerade vor sich stehen. Also Hoffmann, was hat das jetzt auf sich? Warum haben Sie Klebstoff am T-Shirt? Hier wird irgendwie so ein bisschen, wie ich da mitbekomme. Boah, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, böse Menschen das? Gewettert. Tim, was ist da bitte passiert? Meinst du, ich merke das nicht? Dass du die ganze Zeit, seit sie hier ist, ein Auge auf sie wirfst? Das geht überhaupt nicht. Leute, kannst du dir das nicht denken? Oder ihr hinter meinen Rücken? Ihr was? Spinnen. Hallo, wir sind noch nicht fertig, ne? Ich entscheide, wann sie gehen. Aber lass uns mal nach vorne gehen. Ja. Darf ich mal ihre Tasche noch mitnehmen? Ja. So, nehmen Sie mal Platz hier, Hoffmann. Setz dich mal dahin. Leute. Ja, darf nicht wahr sein. Also. Ich habe meinen Rücken rum, schon die ganze Zeit. Und wo seit sie hier ist. Und was habe ich damit zu tun? Gar nichts. Tim, mal kannst du nicht meiner Stimme also da sowas antun. Stopp mal gerade. Was war aus dem Laden? Ja. So, stopp mal gerade. Das heißt, Sie haben hier bewusst. Hier ist auch der Kleber in der Tasche. Verwandt. In Ihrer Tasche, um ja. Um Ihrer Kollegin da so ein bisschen in die Parade zu fahren, oder was? Mhm. Sehe ich das richtig? Also, wir brauchen Samuel, so. Wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen, hallo. Wir waren zusammen in der Schule, wir haben so viel durchgemacht und jetzt? Tim, ich habe dich jahrelang gestellt. Du warst ein Mensch, der wirtschaftlich gedacht hat. Auf einmal kommst du wir so. Haben was Lern, wir haben so viel durchgemacht. Ich brauche mal einen Ausweis von Ihnen, Hoffmann. Ich weiß. Hatten Sie denn mal eine Beziehung zu Ihnen? Nein, natürlich nicht. Der Inhaber hat sich allerdings mehr als nur eine geschäftliche Beziehung erhofft. Als sein Angebeteter ein Auge auf die neue Kosmetikerin geworfen hat, wollte er ihr eine Straftat anhängen, um sie loszuwerden. Dann warten wir noch kurz vor der Tür, wir beide, und warten, bis der RTW eintrifft und dann lotsen wir die hier rein. Genau. Ja, in diesem Sinne. Schönen Tag trotzdem noch. Danke ebenso. Also, wie hatten Sie jetzt hier mit einer Eifersuchtstat zu tun, kann man es wirklich so nennen. Der Herr Hoffmann hat sich hier eingebildet, dass sein Geschäftspartner mit ihm eine Liebesbeziehung eingeht. Der Geschäftspartner wollte aber wirklich ein rein berufliches Verhältnis, vielleicht noch ein freundschaftliches Verhältnis, aber auf jeden Fall keine Liebesbeziehung. Hat auch hier vielleicht so ein bisschen mit dieser Julia, mit der Angestellten angebändelt. Das hat dem Partner natürlich nicht gefallen, Herrn Hoffmann, und dann hat er sich diese perfide Sache hier ausgedacht, die natürlich gar nicht geht. Vor allem ist es auf Leidtragen einer anderen Person, die gar nichts mit dieser ganzen Situation zu tun hat, was zwischen den dreien herrscht. Und ich sag mal so, der Klebstoff, wenn man sich mal die Finger verklebt, man weiß, wie weh das tut. Und wenn man sich das vorstellt, am ganzen Körper zu haben, ist das wirklich unter aller Sau.